Die Stimmung ist am Tiefpunkt. Selbst die hartgesottensten Löwenfans sind nach der erneuten Heimniederlage nur noch fassungslos. Der TSV 1860 München befindet sich in einem Strudel nach unten. Die Stimmung ist, wenn ich es offen sage, scheiße. Ja. Wir sind enttäuscht, wirklich sehr enttäuscht. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal einen neuen Trainer, der was die Mannschaft in den Griff hat. Weil das, was heute abgeliefert worden ist, ist ja unter aller Sau. Als Löwenfan ist man ja das Leiden zwar gewohnt, aber jetzt so eine bittere Niederlage, da ist man natürlich gedemütigt irgendwie. Wieder haben die 60er verloren und wieder gegen eine Mannschaft, die in der Tabelle weit hinter ihnen liegt. Am 23. Spieltag hatten die Löwen bei der 0:3 Niederlage gegen den SC Verl aus Nordrhein-Westfalen nicht viel zum Gegenhalten. Das Problem der Mannschaft ist im Moment die Mannschaft selbst. Ich konnte die Fans verstehen, dass die Verärgerung da ist. Bei uns ist es nicht anders, aber ja, es ist einfach unglaublich, wie wir im Moment die Spiele oder die Punkte herrschenken. War mal ein Scheißspiel von uns heute, leider so aus der Hand gegeben. Wir können uns nur dafür entschuldigen. Und wir müssen jetzt alle zusammenhalten, alle zusammenreißen, um das Glück wieder ein Stück weit zu erzwingen. Nur durch die bessere Tordifferenz steht der TSV 1860 noch auf dem 8. Tabellenplatz. Dabei zehren die Löwen noch aus der Hinrunde. Doch es ist nur eine Frage der Zeit, bis dieses Polster aufgebraucht ist. Nur ein Punkt aus den vergangenen 4 Spielen sprechen eine deutliche Sprache. Und immer noch ist offen, ob und wann ein neuer Trainer kommt. Mein Ziel war es nie ganz einfach, die letzten Jahre als Trainer zu fungieren, sondern ich habe mich, wie Daniel Birovka beim Fußballlehrer war, beim Training zur Verfügung gestellt. Ich habe mich, ich glaube, zweimal, wo Michael Köllner, ich glaube, wegen Krankheit ausgefallen ist, auch am Trainer, also einen Platz zur Verfügung gestellt und auch jetzt in dieser Situation. Aber wie gesagt, meine Aufgabe sehe ich absolut ganz einfach im Management und nicht am Platz. Am Freitag haben die 60er die nächste Möglichkeit, endlich aus der Krise rauszukommen. Doch sie spielen ausgerechnet beim Schlusslicht, dem Halleschen FC. Und da bekannt ist, wie die Spiele gegen die Mannschaften aus der unteren Tabellenregion in den zurückliegenden Wochen verlaufen sind, ist die Erwartungshaltung im 60er-Umfeld eher gedämpft.